Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Let's Play Mega Man Rock Force. Wir haben den Pulsstopper und wir haben nur noch drei Bosse. Fuse Man, Shockman habe ich probiert. Ich glaube, der schafft der Pulsstopper nicht viel, deshalb meine Vermutung. Pulsstopper ist die Schwäche von Circuit Man. Nur diese eine bestimmte Stelle, die bringt mich noch um den Verstand, weil ich nicht weiß, wie ich da vorbeikomme. Naja, bis jetzt. Ich habe jetzt die Idee aufgefasst, es könnte vielleicht mit dem Sherry Clone schaffen, irgendwie, dass ich mich... Das war die Stelle, wo da der Energietank ist, irgendwie, dass ich da den Sherry Clone vorschicke, um mir den zu holen. Aber danach müsste ich ja selbst hin, weil da ist ja ein Fließband und wenn ich da den mit dem Sherry Clone wechsle, dann würde ja der wahrscheinlich einfach über dem Laufband weitergehen, also. Das ist meine Vermutung, deshalb muss man richtig hantieren mit dem Klon. Yep. Aha. Erlaub. Yep. Vorsicht. Das war knapp. Nun, wie kommt man da eigentlich hin? Ich glaube, den Scheibeklon kann man in der Luft gar nicht einsetzen. Aber mit was für einer Waffe macht man das dann? Aber ich finde immer, es ist so ein bisschen knappe Zeit, das hier zu machen. Alle hab. Nein. Nein, nicht in der Endlosschleife geraten, sonst bist du des Todes. Des Todes, fette Beutebiste. Okay, einen Stecker eingesetzt. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Na, der ist da. Buster schlägt Schere. Verstehst du? Ah, verdammt. Nicht alles von vorn. Bitte nicht alles von vorn. Danke. Alter. Solche Leichtsinnsfehler. Ich könnte mir selbst die Hucke vollhauen. Okay, ich probier's mal. Wie komme ich da hin? Kann ich während dem Springen? Nein, kann ich nicht. Wie soll der auf wenn's gehen könnte, weil der Schellklung kann, macht so eine kleine Explosion. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie ich den da oben hinkriegen soll. Keine Ahnung. Andere Waffe. Den Photon Flare am liebsten. Durch mein Heim leuchten. Und diese Wirtspiele wieder, meine Güte. Verklagt mich einer. Tut mich einer einbuchten. Einmal treffen lassen, ist in Ordnung. Ist in Ordnung hier. So. Warum? Ach, hätte ich die Blöcke, könnte ich da ganz einfach rüber. Okay. Shellclown, dein Einsatz. Allihop. Dankeschön. Gute Arbeit, mein Double. Das hätte ich die ganze Zeit machen sollen. Hier mein Double nehmen. Der einfach für mich kämpft. Wäre auch die Idee. Wäre zwar ziemlich einfach, aber naja. So ist es halt. Das ist das Spiel, das Filmgeschäft hier. Wuppala. Disco Party, Disco Party, Disco Party. Who wants to dance into this Disco Party? Bin ich jetzt bescheuert? Ich dachte schon, ich bin bescheuert. Ich dachte schon, alle meine guten Sinne hätten mich verlassen. Dann hätten sie mich allein zurückgelassen. Ob wenn das nicht schon der Fall ist und eingetreten ist. Hoppala. So. Da. Also wenn Mega Man da keine Epilepsie bekommt, dann weiß ich auch nicht. Alter. So, Mittelpunkt, ein Leben verloren. Jetzt kriegen wir das hin. Ich sag gleich, wenn es wieder dieser typische Fall bei mir sein sollte, dass ich immer kurz vorm Bass gestorben bin, dann werde ich in meinen nicht vorhandenen Bart schreien. Weil das kann es ja wohl nicht sein. Hä? Dass ich immer dieses Pech habe. Aha. Okay, nein. No. Was machst du? Du Virenschleuder. Dankeschön, Energie. Okay. Jawohl, perfekt. Perfekto Kato. Miau. Da freut sich die Katze. Oh. Backe.
Mach das nie wieder, Jovo. Ich glaube, mein Herz hat gerade einen Hüpfer gemacht bei der Stelle. Wer soll eigentlich so blöd sein und da oben an die Stacheln dran? Und wie ich da in das Leben reinkomme, das weiß ich auch nicht. Ich probiere es nicht. Ich bin so blöd, dass ich wahrscheinlich wieder dabei sterben würde. Okay, da war eine Stelle, wo ich es leihen muss. Vergesst die Stelle nicht. Warum hier? Und jetzt... Gib mal Leben wieder. Dankeschön. Wahrscheinlich könnte ich die mit dem Cloak einfach austricksen. Die denken sich, oh, da läuft ja keiner, ich komme nicht runter, aber ich möchte mir das irgendwie aufheben. Ich weiß nicht, vielleicht wenn ich das irgendwo später brauche. Okay. Erstmal Rot und Flair. Dann gleich kommt die Stelle. Bleibst du wohl oben? Okay. Naja, wäre zu schon gewesen, wenn das jetzt geklappt hätte. Aber da haben wir ja Energie. Nee, kannst du behalten. Alter, nein, ich brauche den Scheibe-Clown, bitte. Dankeschön. Dann kriege ich nämlich einen Energietankschel. Ah, vergiss den Energietank. Lucifer. Hör mir doch auf. Oh, na toll. Das Licht muss an sein. Okay. Ich bin immer kurz vom Boss gestorben. Ich werde ihn so schön und langsam quälen. Komm her, Freundchen, was machst du? Hulk Hogan. Hey. Alter, bleibst du mal. Was machst du? Wuppala. Bist ja ein bisschen wie... Bisschen wie... Wie Gutsman. Autsch. Ja, aber es ist die Schwäche zumindest. Wuppala. Oh, und sein Puls wurde gestoppt. Er ist nicht mehr am Leben. Na, dankeschön. Endlich. Der Teil ist endlich geschafft. Das ist wieder dieses Pech, was ich bei Mega Man spielen habe. Immer kurz vom Boss sterben. Und wen befreien wir? Oh, Cutman! Raus mit dir! Genug geschlummert! Ja, ich bin, sei nicht verwundert! And get equipped with... So ein giftiges Grün. Oh no! Oh, Circuit Breaker, das gefällt mir. Denn Circuit Breaker hast du nun, mein Freund. Circuit Breakst du alle Schädel voll. Ja, Und, Circuit Breaker. Ja, da könnte ich mir gut vorstellen, dass man damit einen Schocker, also eine Art laufenden Stromkasten damit besiegen kann. Oh, Jackman, du alte Fritzesau, du. Oh, du wirst erleben, wenn ein Jovo wütend ist. Na, warte. Dich werde ich niedermachen. Hey. Ich hatte das nicht berührt. Alter, it was my fault. Dankeschön. Alter, mein Auge dreht gerade. Ich bin so froh. Oh, ich mach dich ganz schön viel, ganz schön schnell fertig. Ah, komm, hör mir doch auf. Gut. Aber für dich. Dankeschön. Und dabei ist Outbreak hier Kreise gegen Kreise. So ist es ja der Fall. Ein Treffer noch. Baboom hier. Da schaust du blöd aus deiner runden Fresse. Lass mich fallen. Yep. Baboom hier. Moment, hier könnte ich vielleicht irgendwo den Chevy-Clown holen. Brauchen, um einen Energietank zu bekommen. Vielleicht. Obere Sauge, obere Sauge, untere Sauge.
Ja, dann fahr halt in den Urlaub. Fein Urlaub. Oh, da ist er wieder. Mano, kannst du gar nichts machen. Hä? Hallo? Dankeschön. Ah, genau, ins Auge. Ins Bulleis. Ah. Die Stage ist, die kann ich ja zum Glück schon sehr gut auswendig. Okay. Eigentlich wollte ich da den Sherry-Clan holen. Und den einfach dann in den Abgrund fallen lassen, aber egal. Lasst es gut sein. Ja, voilà. Gut, der erste Mittelpunkt ist erreicht. Alles im grünen Bereich, alles im blauen Bereich. Rush, komm mal her. Nochmal Arbeit für dich. Dankeschön. Drei Leben dann, das macht sie doch schön in der Brieftasche. Brutzel! Warum werdet ihr nicht gebrutzelt? Moment mal, ach, bin ich denn bescheuert? Flitz! So einfach, da macht man einfach alle Gegner auf einmal fertig. Fritzel, dankeschön. Wupp, wupp. Alter, das ist ja eine Überwaffe. Alter, ja, warte. Nein! Fritzel! Ach, ich fritze doch so lebend gerne. Den Gegnern die Gehirne weg. Ja, aber das tue ich bald nicht mehr so lange, weil meine Energie ist bald leer. Okay, Beeilung. Alter, oh, in der Millisekunde. Ich hätte lieber noch die Munition genommen. Na gut, ich hatte ein Leben, also. Ein Leben wurde mir gegeben. Gleicht sich wieder aus. Okay, Fritze, los. Alter. Das sind, Moment, das sind ja die abgegradeten Metroids aus Mega Man 2. Das fällt mir gerade auf. Moment. Aldi, gib mir Muni. Energie ist schön, aber gib mir Muni. Ich brauche Muni. Dankeschön. So, kannst du doch mal erscheinen. Ich sehe so gerne dein kleines Gesicht, was nur aus Augen besteht. Nein. Leider Pech gehabt. Okay. Mit Ruhe und Bedacht hier kämpfen. Los geht's. Ah, ja, das sind, haben wir keine. Ah, da. Geh mir aus dem Auge. Aha. Wow. Jetzt flippe ich total aus. Hepala, Vorsicht. Pass auf, wo du hin schaust. Ich mag nicht diese Spannerblicke. Ich weiß, ich habe einen geilen Körper, aber das ist nichts für die Umwelt. No! Dies war knapp. So, nächster Mittelpunkt erreicht. Bloß nicht das Drücken vergessen. So, Virus Outbreak bitte auswählen. Komm schon. Dankeschön, hier bitte. Komm her. Aha. Alle hopp. Und hopp. Okay, das war jetzt nicht so gedacht. Es war eher so gedacht. Wow! Echt, eine der besten Waffen, die ich kenne. Alle hopp. Vielleicht hat er ja Energie für mich. Oder Muni. Achso, stimmt ja, wenn ich den einsetze, dann wird er ja auch aufgebraucht. Stimmt ja. Okay. Alle hopp. Und hoppeli, hoppala, da ist schon der Mega Man weg. Gut, nicht mal lange und wir sind wieder bei Shockman. Hör auf, mich zu schocken. Alter. Was ist dein Problem? Alter, da habe ich nicht aufgepasst. Da habe ich nicht aufgepasst, da habe ich nicht aufgepasst, da habe ich nicht aufgepasst. Alter, nein. Puh. Da krieg ich also keinen Schock, okay? Ah,
Alles klar, ich bin beim Boss, alles klar. Okidoki, Loki, ich kann mich einmal sterben lassen, dann habe ich volle Kraft und dann besiege ich den Boss und dann beende ich den Part, dann habe ich wieder Patzen. Zwei Boss in einem Part hier, oh ja, Kung Fu Meister hier, Schockmane, no. Weh, ich schaffe es, nein. Ja. Ich hoffe, ich muss, zumindest ist es so. Der hilft zwar viel, aber wenn er auf dem Boden ist, dann bleibt er lange da. Okay. Circuit Breaker. Bring it on hier. Ich bin der kleine grüne Kobold. Oh ja. Was machst du? Macht gut Schaden. Alter, oh, die war was reingehauen hier, total. Yes. Shockman, Justice Man, dein Erleger ist besiegt, ist erlegen. Du bist gerecht, mein Bruder. Und wir haben Alecman. Macht Sinn, dass irgendwie Shockman, dass er Alecman hat. Get a Cryptid Wolf. What do I get? Another Shocking Move. Shock Gauntlet. Das ist sowas wie ein Handschuh, oder? Und damit kann ich Items aufsaugen. Das ist ja cool. Ja, da. Meine Damen und Herren. Fuseman bleibt nur noch. Und somit denke ich, ist der Shock Gauntlet die Waffe gegen Fuseman. Ich kenne die Stage. Ich kann ihn machen. Und danach kommen die Fortress Stages. Ich hoffe, Ihnen hat dieser Teil von Mega Man Rockwurst gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mir bitte wissen und wir sehen uns in der Fortsetzung. Ihr 93 Joro. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.